So, meine lieben Zuschauer. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und wie versprochen, geht es hier weiter. In den wunderschönen, komischen, explodierten Krater. Oh oh. Das ist Skale. Veteran der Shinra Waffenentwicklung. Klar, da hinten verstecken wir uns und keiner sieht uns. Das taugt auch nichts. In schrottigen Reaktoren bekommt man auch nur schrottige Substanzen. Reaktor ist ein Fehlschlag. Suche nach großen, größer, enormeren, riesigen Substanzen. Hast du welche gesehen? Nein, ich habe keine gesehen. Ich kümmere mich gleich drum. Bitte. Wie können wir die ultimative Waffe herstellen, wenn wir nur welche hätten? Ich kann es kaum abwarten. Seit Hoyo weg ist, hält das Waffenentwicklungs, die Waffenentwicklung ein größeres Budget. Ich beneide sie. Aber selbst wenn wir die perfekte Waffe herstellen, wäre dieser Idiot Heidegger. Gott, was für ein scheiß Name eigentlich. In der Lage, sie zu benutzen? Oh, Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass Heidegger dein Boss ist. Gehen wir. Boah, ich mag Scarlet immer noch nicht. Große, enorme, riesige Substanz. Eine ultimative Waffe? Die perfekte Waffe? Was haben die Shinra nur vor? Ah, das wüsste man gerne immer wieder. Na, gucken wir mal, was die da gefunden haben. Dort ist etwas. Dort hinten ist etwas Glänzendes. Greift danach. Substanz Titan erhalten. Hey, wir haben einen neuen Aufruf gekriegt. Titan. Ist jetzt nicht so wie das mit Metall-Titan, sondern eher so wie die aus der griechischen Sage Titan-Typen halt. Ich habe ja schon Chocobon Mock. Shiva. Oh, ich habe jetzt zwei. Was leckt das hier denn gerade so? Das tut mir jetzt leid, dass es hier gerade so derbe leckt für euch. Jedenfalls leckt das für mich auf alle Fälle erstmal. Wow. Ah, nur wenn die angreifen. Nicht viel. Ne, jetzt hat sich wieder stabilisiert. Sehr schön. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ach ja, richtig. Ich muss euch noch Rammut und jetzt kann ich auch euch Titan zeigen. Von den neuen Beschwörungen? Ja, richtig, von den neuen Aufrufen. Ich war jetzt total in Gedanken versunken. So, und jetzt gucken wir mal nach Gongaga. Klingt gleich Gaga. Oh mein Gott, wie ich diese Ecke hasse. Ernsthaft, geht mir so auf den Piss. Diese scheiß Frosche hier. Wumm. Geht doch. Du. Also, ich muss das mal so sagen. Das wird sogar noch schlimmer mit den Fröschen. Weil die Frösche anfangen dann alle in Frosch und Schlaf zu versenken. So. Mit Krötengesang oder so hieß das.
Punkt, Punkt, Punkt. Als der Reaktor vor 3 Jahren explodierte, war mein Mann da drinne und ist hochgegangen. Das muss wehgetan haben. Das muss wehgetan haben. Ja, da waren wir doch gerade. Kaputter Reaktor. Das sieht hier nach einem Waffenladen aus. Wir wollen jetzt erstmal shoppen. Wir brauchen eine neue. Das wollten wir jetzt zwar nicht, aber egal, macht man das auch mal. Willst du was? Ja, Waffe kaufen. Waffengeschäft, Hartlinge, interessiert uns nicht. Mega-Handschuhe, schon eher. Atomschere haben wir. Schlagstock haben wir. Diamantnadel, nein. Bumerang trägt sie. Aber es ist genauso gut wie das andere, was wir haben. Okay. Jetzt wollen wir eine Geschichte hören. Eine Geschichte hören. Eines Tages kam eine ungeheure Explosion. Viele Dorfbewohner starben dabei. Echt? Das war traurig. Ich habe mir nie hier von allen die Geschichte angehört, denn es gibt nur ein wichtiges Haus, eigentlich, in das du rein musst. Aber ich werde mal heute alle abklappern, weil ich heute mal... Oh, cool, ein Handschuh. Für die Gute. Reden wir mal mit ihr. Möchtest du etwas? Ja, Zubehör kaufen. Denn wir wollen dreimal hier den Frosch machen kaufen, wenn wir Glück haben. Anti-Scharf, Anti-Dunkelheit, Anti-Sternanhänger, Talisman, Umhang. Der kostet ja viel. Der kostet... Zeit. Der kostet ja viel. Zeit ist overall. So, jetzt reden wir nochmal mit dir. Möchtest du eine Geschichte hören? Man kann ohne die Makoreaktor von Shinra leben. Wow. Hier gibt es erstmal Zeit. Ich habe das letzte Video, habe ich doch darüber noch geredet, oder? Alle Gift, Feuer. Gift interessiert jetzt nicht. Wobei, Feuer haben wir doch 2-mal hier drin, ne? Sie hat auch Feuer, richtig. Nee, doch da Feuer. Welches Feuer hat mehr? Das hat mehr. Das hat weniger. Gut, so bringen wir wenigstens nur eine durch. Ist ja nicht so schlimm. Von den Elementen. Eigentlich sollte die dahin. Eigentlich sollte sogar noch eher das da rein. Umso schneller gibt es Punkte. Denn das muss richtig, richtig, richtig Punkte kriegen, ganz ehrlich. Aber wir heben ja die Waffen auf und, ja. Was sagst du denn hier, mein Guter? Brauchst du was? Brauch ein Zimmer. Deine Geschichte hören. Seit der Explosion sind einige Tage vergangen. Aber du kannst noch immer, noch überall in den... in der Stadt Spuren davon finden, so. Oh, hier ist noch was. Ein X-Trank. Nee, hier ist noch das Zimmer. Wie sieht meine Gruppe aus? Ja, gut, ich nehme das Zimmer. Ich habe nichts gesagt. Ich brauche ein Zimmer. Ja, zahle ich 80 Gil, das geht ja noch. Noch gerade so vertretbar. Schlafen. Ich glaube, es war das Haus, genau. Yuffie hat da gerade einen Grafikfehler. Du bist ein Reisender. Hey, warte. Dieses Funkeln in deinen Augen. Bist du Soldat? Oh, du hast recht. Weißt du nichts etwas über unseren Sohn? Er heißt Zack. Fast 10 Jahre seit er von unserer Stadt ging und sagte, dass er nicht auf dem Land leben wolle. Er ginge. Er sagte, er wolle Soldat beitreten. Weißt du etwas von einem Soldaten, von einem Zack bei einem Soldat? Ich weiß nicht. Zack? Junge Frau, kennst du ihn? Er schrieb uns vor 6 oder 7 Jahren, dass er eine Freundin hätte. Warst du das vielleicht?
Nein, tut mir leid.